Ich komme mal direkt mit der Tür ins Haus, auch wenn du denkst, ich kenne dich nicht. Ich bin der Karl. Jetzt weißt du ein bisschen von mir. Ich denke, eine Sache von dir weiß ich sehr, sehr genau. Du magst nicht, veräppelt zu werden. Okay, hier sind jetzt keine Kinder, oder da gibt es auch andere Wörter für. Du magst nicht, wenn jemand dir etwas vorspielt. Du magst kein Fake. Du magst es nicht, und niemand, glaube ich, in diesem Raum mag ein Fake. Niemand mag es irgendwie, selbst in dieser wirklich hochglanzgefilterten Instagram-Welt, ich weiß nicht, ob du selbst einen Account hast bei Instagram, nichts Schlechtes, weil ich sollte jetzt hier nicht irgendwie, was sehr, sehr cool ist, aber wir gucken schon ziemlich genau, wie wir die Fotos machen, alles sowas, ne, das kennst du. Und mit diesem tollen Filter, den legt man auf. Ich denke mir mal, mit den Leuten, wo ich das manchmal durchscrolle, weil meine Frau hat einen Account und manchmal zeigt sie mir ein paar Sachen so von dieser, ich muss irgendwie auf die Seite dieser Kirche kommen, ich bin der Pastor dieser Kirche. Also deswegen hat meine Frau einen Account, damit ich die Seiten dieser Kirche sehen kann. Und genau, da sieht es immer so toll aus, diese tolle Fotografen. Und dann sieht bei allen anderen Seiten, die man sich so anguckt, dann kommen Leute zu uns und zeigen es. Ist so unglaublich, wie gut die überhaupt aussehen. Dann gucke ich immer auf deren Bild, wie die da aussehen und die in echt, wenn die vor mir sind. Ne, ist okay, aber auf jeden Fall, wir sehnen uns nach Authentizität, oder? Wir sehnen uns danach, dass Dinge echt sind. Keiner in diesem Raum mag es, wenn Leute fake sind. Und ehrlich gesagt, jeder von uns möchte gerne echt sein und als echt wahrgenommen werden, oder? Wir möchten gerne, dass, das ist ein ziemlich cooles Attribut, wenn wir den Stempel kriegen, der oder die, also deswegen hohe Latte von Lisa hier über meinen Frauen nicht gelegt, ihr kennt uns gar nicht, aber danke. Ich meine, sie kennt uns gut, aber die anderen hier kennen uns nicht so viele vielleicht, oder gibt es Leute, die uns nicht so gut kennen. Jeder will echt sein, es ist toll, so ein Attribut zu kriegen. So cool. So, vielleicht einer der Eigenschaften, die man einer der Eigenschaften, die man am coolsten findet. Ich weiß genau, an einem, wir waren gerade, glaube ich, 3 Jahre verheiratet, da waren wir in einem Urlaub in einem ganz tollen, warmen Land. Ich sage extra nicht, welches das ist. Und ich dachte, zum Anlass der Feier dieses Jubiläums schenke ich meiner Frau ganz kreativ Schmuck. Das sind so Läden ohne Ende gewesen in dieser Einkaufsstraße. Und wir laufen lang. Ich so, hey Vicky, ich würde dir gerne einen Ring schenken und so. Und du gehst da rein und, wow, und du kriegst es gar nicht mit, wieso, aber auf dem Weg, bis er dir alles bringt und zeigt, wiederholt er 1000 Mal, wie echt dieser Schmuck in diesem Laden ist. Und während du dir das anguckst und kaufen willst, wirst du das Gefühl nicht los, ist das echt echt. Also wenn ich in Deutschland im Juwelierladen gehen würde, kein Thema, würde ich im Leben nicht dran denken, dass sie mir irgendwie Blech verkaufen wollen und es als Weißgold oder was auch immer ausgeben. Ja, ich habe keine Ahnung davon, ich habe das nicht gelernt, wir könnten mir das alles verkaufen und selbst der Stein, der da drauf ist, ist wirklich echt, sagen die, so und so viel wert. Und ich so, ja, woran sehe ich das? Keine Ahnung, und ich beschleiche die ganze Zeit dieses Gefühl, das ist nicht echt. Aber ist egal, weil es romantisch, du kaufst es trotzdem. Ich weiß immer noch nicht, ob es echt war oder ist, die Farbe hat es ungefähr behalten. Ist okay, es war schön. Ich weiß nicht, ob du diese Situation kennst. Du willst was Echtes haben und du bist dir gar nicht sicher. Und du kannst es auch gar nicht so richtig kontrollieren, weil von außen siehst du es gar nicht. Von außen sieht man es nicht, was da drunter steckt. Und du kannst es nicht nachprüfen. Ich habe in den letzten, vor 3 Jahren, ich habe meiner Frau versprochen, liebe Vicky, wenn ich eine Tochter kriege, ja, schenke ich dir ein Cabrio. Ist cool, oder? So. Dann, als wir eine Tochter bekommen haben, konnte ich nicht mehr mich ausreden. Und habe gesucht, altes Golf Cabrio, kostet nicht so viel, 2000 Euro, ist okay, für eine Tochter würde ich auch mehr ausgeben, aber genau, auf jeden Fall, cooles Auto, Hammer, gefunden, kein Rost, alles perfekt, für 2000 Euro, ein Cabrio, endlich, wir brauchten dringend einen Zweitwagen, ist doch egal, ob da ein Blechdach ist oder ein schönes Dach, was man im Sommer aufmachen kann, gekauft, kurze Zeit später, okay, es hat ein bisschen mehr als ein Jahr gehalten, Motorschaden. Es hat keiner gesagt, dass da nie ein Ölwechsel quasi gemacht wurde. Hier gibt es ein paar Autoprofis. Ich habe auch nicht so viel daran gemacht. Ich kenne mich auch nicht so aus. Okay, und komplett durchgerostet das Ding. Dachte ich mir, ist so ein schönes Auto, ich kaufe mir noch eins. Erstes, was wir gefragt haben, ist da Rost dran? Nein, auf keinen Fall. Das ist fake. Jedes Golf Cabriolet hat Rost. Jedes. Nein, dieses nicht. So cool. Haben wir gekauft. Natürlich auch wieder komplett voller Rost. Und wieder veräppelt worden. Aber es fährt, es ist okay. Ja. Ich weiß nicht, ob du damit mit irgendwelchen anderen Dingen, vielleicht auch mit einem Gebrauchtwagen, wo du nicht genau, weil du kein Profi bist, überall runterguckst und reinguckst und deinen Finger reinhältst, wo dann durchs Blech durchgeht, denkst, da ist doch Rost, was auch immer. Es ist nicht schön, wenn man sich ein Fake einhandelt.
Es ist nicht schön, wenn man auf etwas sich verlässt und am Ende stellt sich heraus, das Ding ist nicht echt. Aber noch viel schlimmer als mit irgendwelchen Geräten, Ringen, Autos oder sonst was, die auch einen bestimmten Wert haben, ist alles aber nur Geld, ist es, wenn dir ein Mensch nicht echt begegnet. Und seine Gefühle, du nach ein paar Jahren feststellst, die waren fake. Seine Reaktion dir gegenüber, sein Denken dir gegenüber war voll fake, weil was er hintenrum erzählt hat, war voll schlimm. Und du denkst, das ist mies, damit will ich eigentlich nichts zu tun haben. Was bedeutet es eigentlich, echt zu sein? Und wenn wir in unserer Serie über unsere Kernwerte, unsere Vision, so wie was uns als Kirche ausmachen soll, versuchen wir das in dieser Serie so auf den Punkt zu bringen, zu formulieren, darüber reden, was ist eigentlich echter Glaube, was ist authentischer Glaube, dann kannst du zu verschiedensten Menschen gehen. Vielleicht hast du es schon gemacht. Die Lisa hat es kurz in der Einleitung erzählt. Frag 30 Menschen, was ist eigentlich, bedeutet es wirklich echt, Christ zu sein? Und es könnte sein, dass du viele konkurrierende Antworten bekommst und vielleicht auch verwirrende Einsichten. Einfach nur zu sagen, ich glaube, ich bin Christ, reicht das? Ist das genug? Oder sollte man in meinem Leben irgendwie etwas sehen, dass man sieht, der ist echt Christ? Das ist jetzt vielleicht eine bisschen gefährliche Frage. Wenn ja, die Frage ist, was sollten wir sehen? Was sollten wir da sehen in unserem Leben? Gibt es irgendwie eindeutige Hinweise, die wir in unserem Leben sehen können, damit man nachher sagen kann, das ist authentisch, das ist echt, das ist nicht nur fake. Wenn die Menschen die Kirche für Bonn sehen, und damit sehen sie ja nicht ein Gebäude, hoffentlich, sondern lebendige Organismen, Menschen wie du und ich, aus Fleisch und Blut. Wenn sie dich also angucken und deine Familie, vielleicht deine Hauskirche, deine Kleingruppe, was auch immer, wo du dich bewegst in dieser Kirche, was sollen sie sehen? Was für einen Glauben sollen sie an uns sehen? Ich weiß nicht, was dir häufig begegnet, wenn du Menschen, die mit Gott nicht so viel am Hut haben, die das auch alles sehr kritisch sehen, was die Leute dir spiegeln, was sie über das organisierte Christentum so denken. Viele Menschen, die mit der Kirche nicht so viel am Hut haben, denken über die Kirche, über die organisierte Religion eigentlich so in den folgenden Eigenschaften. Die Kirche oder die Christen, ja, die organisierten Christen sind bigott, sie sind homophob, sie sind hyperkritisch gegen alles, was neu ist quasi, sie sind ziemlich materialistisch, also die haben ziemlich viel Kohle und sind darauf ausgerichtet. Sie sind ziemlich richtend, meinen alles besser zu wissen und auch alles zu wissen, was andere falsch machen. Sie sind ziemlich auf sich selbst konzentriert, kümmern sich um ihre eigene kleine Suppe. Und sie sind häufig übertrieben politisch und man könnte das jetzt on and on and on irgendwie weiterführen. Das ist so ein bisschen vielleicht auf die Spitze gebracht, aber nicht selten das Bild von Menschen um uns herum. Wie sehen die eigentlich das, was die Christen so tun und leben und was sie glauben, was sie performen, wie sie ihr Leben führen? Ist klar, dass man da sich danach sehnt, zu sagen, was ist jetzt echter Glaube? Ich will ein authentisches Christsein leben. Nicht nur etwas, was irgendwie traditionell oder cool oder hip oder egal wie, aber halt irgendwie gemacht ist. Ich will es echt. Ich will es echt. Scheinbar kommt es nicht an da draußen. Müssen wir also an unserem Image arbeiten, ist meine Frage. Müssen wir Christen irgendwas an unserem Image tun, dass wir irgendwie besser dastehen? Weil wir denken ja nicht so über uns. Wir sind ja viel cooler, als die da draußen, in Anführungsstrichen, über uns denken, die uns nicht kennen. Ja, also wo ist das in der Kommunikation irgendwas schiefgelaufen, dass die Leute uns so wahrnehmen oder einige Leute, Christen generell, so wahrnehmen? Und wenn ich dann darüber denke, okay, wie arbeiten wir jetzt an unserem Image, wie kommen wir mit unserer wahren Identität, dass wir so authentisch sind, wirklich an die Leute ran, dann denkst du dir vielleicht, okay, wie echt ist es denn dann, wenn ich an der Echtheit meines Glaubens rumjustiere? Nein, das Ziel dieser Predigt, das Ziel dieses Wertes, dass wir einen authentischen Glauben als Kirche leben, ist es nicht, dass wir irgendwie eine bestimmte Art zu glauben performen wollen. Dass jetzt diese Predigt sagt, wir müssen das so und so anstellen, wir müssen so und so kommunizieren, wir müssen das und das tun, damit wir echt rüberkommen. Wir machen, in Anführungsstrichen, wir machen unseren Glauben nicht authentischer. Das ist nicht das Ziel dieser Predigt. Authentischer Glaube bedeutet auch nicht, dass die Dinge, die wir für wahr und richtig halten, irgendwie dafür echt einstehen und ehrlich nach diesen Überzeugungen
handeln. Du wirst gleich sehen, warum ich das so sage. Es ist mehr als ein reines Fürwahrhalten von Glaubenssätzen, die ich dann irgendwie versuche, möglichst auch in mein Leben umzusetzen. Also das, was ich als Christ laut rausposaune, wir sollten uns um die Armen kümmern, wir sollten uns um dies, und da müssten wir auch irgendwie wenigstens ein kleines Projekt in der Kirche haben, womit wir auch nachweisen können, wir haben das nicht nur laut rausposaunt hier von der Bühne, sondern wir kümmern uns wirklich einmal im Quartal eine halbe Stunde lang um den Kaffee für die Leute, die da frieren draußen. Wir sind so cool, also es ist echt, echt. Nee, also das ist nicht das, was ich hier sagen will, sondern ich möchte, dass wir zum Kern der Authentizität kommen. Was heißt eigentlich authentischer Glaube? Und wenn wir das ein bisschen versuchen zu genau zu beschreiben, was heißt eigentlich Authentizität, dann kann man das ganz kurz auf den Punkt sagen, das ist eigentlich die Harmonie zwischen meiner inneren Person und meiner äußeren Persönlichkeit. Also das, was ich innen drin denke und überzeugt bin davon, das sieht man auch draußen. Ja? Mein Handeln zeigt nicht irgendwie etwas viel, viel Schöneres und Besseres. Mein Reden ist nicht viel höher und was weiß ich was, toller formuliert, als das, was eigentlich in meinem Herzen wirklich tief innen drin ist. Und das Gegenteil von dieser Harmonie zwischen, was ich auch außen hin behaupte, tue, rede und was nach innen drin eigentlich mein Herz bewegt. Das Gegenteil von Authentizität ist Heuchelei. Das ist ein hartes Wort. Als Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, ist es super krass, dass er besonders den Menschen, die die professionellen Gläubigen waren, die Echtesten der Echten, ja, die wussten es am genauesten. Die konnten jeden kleinen Vers aus dem Alten Testament hier zitieren und dazu eine riesen Ausführung dir auf den Tisch legen, aus dem FF. Die waren richtig cool, die Leute. Aber Jesus sagt ihnen, ihr seid wie ein Grab. Wart ihr schon mal in Beul auf dem Friedhof in Bonn? Da gibt es diese tollen, besonderen Gräber von den Sinti und Roma. Die sind unglaublich pompös und interessant. Was da drin liegt, ist aber genauso tot wie alles andere. Egal, wie das von außen aussieht. Und Jesus sagt zu diesen Leuten, ihr seid von außen wie frisch gestrichene Gräber. Aber ihr seid tot innen drin. Das ändert nichts daran, dass da kein Leben in euch drin ist. Und das sind noch die netten Worte, die er benutzt hat. Er hat noch richtig, also heutzutage würde man sagen, er hat sie auf richtig unschöne Art und Weise beschimpft. Vielleicht würde er eine Anzeige kriegen. Ja, Unterlassungsklage oder sowas. Weil er sagt, du kannst über uns nicht reden, ihr Schlangenbrut. Das klingt so lustig für uns. Ja, wenn dein Kind sagt Schlangenbrut, findest du es cooler als dieses SCH-Wort, was Lisa vorne in der Einleitung meinte. Dafür gibt es 50 Cent. Wenn du Schlangenbrut am Tisch sagen würdest, würde es jetzt gegen dich laufen, wenn du deinen Kindern sagst. Aber auf jeden Fall würde das nicht so schlimm sein wahrscheinlich. Ne? Ist aber auch ein SCH-Wort. Auf jeden Fall, genau. Also Jesus hatte ganz krasse Worte für diese Leute, die es wirklich nach außen hin darauf ankommen lassen haben, zu strahlen. Die wollten vor allem besser dastehen, als es wirklich ist. Aber vielleicht, wenn du diese Geschichten kennst und dich jetzt irgendwie denkst, ja, kenne ich, die waren echt mies, diese Pharisäer. Ja, komische Leute. Wie krass, dass die Jesus nicht erkannt haben. Der lebendige Gott wird Mensch, steht vor ihnen und die haben ihn nicht erkannt. Die sind so bekloppt damals gewesen. Ich würde dich niemals tun, ja, weil du und ich, wir sind ja immer echt. Wir geben ja niemals etwas anderes vor, nach außen hin, was innen drin eigentlich nicht stimmt. Wenn wir eigentlich mutlos sind, müssen wir ein Lächeln aufsetzen. Weil als Christen sind wir Sieger. Und wir schreiten voran. Ja, ganz cool. Wir sind nicht mutlos. Wir sind nicht Leute, die sagen, ach komm, wegen dem bisschen Stress in der letzten Woche, wegen der bisschen Schlaflosigkeit, wegen der blöden Aktion letzte Woche, lasse ich mich doch nicht aus dem Gleichgewicht bringen in meinem inneren Leben. Aber innen drin brodelt es gewaltig. Keiner von uns hat natürlich gelächelt, obwohl er tief drin traurig war. Ja, das betrifft euch nicht, ne? Und mich auch nicht. Keiner von uns hat vorgegeben, dass alles safe ist, dass ich die Dinge in meiner Erziehung im Griff habe, obwohl meine Kinder mich immer wieder voll an die Grenze führen. Aber nach außen hin, hey, alles cool. Wir haben es im Griff. Wir kennen das, glaube ich, ziemlich gut, zu faken. Wir kennen es, glaube ich, ziemlich gut, selbst in diesen kleinen Beispielen, die ich vielleicht gesagt habe, die auch gar nicht böse gemeint sind, irgendeinem anderen Menschen gegenüber. Aber vielleicht hast du wirklich
auch mal jemanden so richtig übers Ohr gehauen mit deinen Gefühlen, mit deinen Worten. Nicht unbedingt, dass du jetzt der Verkäufer von so einem VW Cabrio warst, ja, und, nee, ist kein Rost dran. Also wenn ich mein Cabrio verkaufe, ich werde auch sagen, du kannst eigentlich mit dem Finger durch, durch ihn, aber der fährt trotzdem. Dann, wenn er den noch kaufen will, ist okay. Aber sowas würden wir natürlich nicht machen. Nein, du auch nicht. Aber ich weiß nicht, ob du mal glücklich warst. Ich formuliere es mal mit dem, was ich vorhin gesagt habe, dass jemand besser von dir gedacht hat, als du eigentlich bist. Ey, cool, du bist richtig gut weggekommen. Eigentlich war es richtig kacke, was du gemacht hast. Aber irgendwie haben die Leute es nicht gecheckt und du bist richtig gut weggekommen. Die lenken richtig gut über dich und ja, cool, lass dich so stehen. Ist besser, als wenn die Leute schlechter von dir denken, als du bist, oder? Deswegen, voll gut. Und du freust dich, dass du die Leute erfolgreich ein Stück weit getäuscht hast. Aber wenn du dann nach dem ersten Moment, boah cool, die haben echt ein cooles Bild von mir, hatte ich selbst nicht von mir, merkst du, yo, weil ich hatte es nicht selbst von mir, weil ich weiß, wie kacke ich bin. Weil ich weiß, was für miese Gedanken ich manchmal über andere Menschen habe. Was für ungeduldige Gedanken ich manchmal über andere Menschen habe. Was für ungnädige Gedanken ich manchmal über andere Menschen habe. Aus dieser Kirche, ich Pastor, ja, sage ich euch ganz ehrlich. Aber solange die Leute das nicht denken, ist alles cool. Und du merkst, ey, das macht dich gar nicht glücklich. Nur weil die Leute das denken, ändert es nicht die Realität, was in meinem Herzen ist. Und du bist wieder ziemlich unglücklich, wenn du in den Spiegel guckst. Weil das Problem ist, es reicht nicht einfach nur, wenn ich irgendetwas, was ich in meinem Herzen zutiefst drin habe, auch nach außen zeige. Das ist schon der erste Schritt. Das macht mich schon erstmal total glücklich, weil ich keinen Zwang mehr habe. Weil ich zutiefst innen drin weiß, okay, ich habe niemandem was vorgemacht. Aber ich kenne Leute, die sind ziemlich mies zu anderen. Ich war auch mal zu Leuten ziemlich mies. Leider öfter in meinem Leben. Und manchmal bin ich aus diesen Situationen herausgegangen und habe gedacht, war okay. Weil die haben es verdient. Ich habe einfach nur, zumindest war ich ehrlich. Aber mit meiner Ehrlichkeit habe ich Schaden angerichtet. Mit meiner Ehrlichkeit habe ich Dinge zerstört. Wo ist der Wert des Authentischen, wenn ich mit meiner Authentizität Dinge zerstöre? Also reicht es nicht einfach nur an sich zu sagen, okay, ich bin echt, ich bin authentisch und das lasse ich jetzt alle spüren. Bäm, ich mag dich nicht. Ja? Sondern, das ist einfach blöd. Dann bin ich echt, aber echt blöd. das heißt, es gibt irgendwo etwas, was höher ist, als einfach authentisch zu sein. Ich habe irgendeinen Maßstab, an dem ich meine Authentizität messen lassen muss. Ich sag dir eins, es wird dich nicht mal glücklich machen, wenn du deinen ganzen Groll und deine Gedanken, die du schon ewig über jemanden hattest, selbst wenn sie wahr sind, rauslässt und damit total recht hattest. Selbst das wird dich nicht glücklich machen, wenn es Dinge zerstört hat. Warum nicht? Weil du tief in deinem Inneren damit nicht im Einklang warst. Jetzt kommt es super hyper, so spiritual hier. Weil du tief in deinem Inneren nicht im Einklang warst mit dem, wie du eigentlich sein sollst. Also deine Authentizität war in dem Moment die Authentizität, die Echtheit deiner Gefühle, die aber eigentlich echt blöd waren. Und Gott möchte dir helfen, echt geniale Gefühle zu haben und geniale Ausrichtung zu haben und eine geniale Sicht auf dieses Leben zu haben und das echt widerspiegeln und das echt den anderen Menschen bringen. Und dann ist es nicht mehr einfach nur, was ich denke, was gerade cool ist oder was ich denke, wie ich gerade richtig handle, sondern gibt es eine ultimative Realität, an der ich meine Echtheit messen muss, die in mir drin ist. Und die man dann hoffentlich an meinen Worten und an meinen Taten, an meinen Wegen, die ich gehe im Leben, sieht. Wenn meine Echtheit nicht der ultimativen Realität entspricht, dann ist sie bedeutungslos. Und in der Bibel gibt es eine Stelle, die uns ein bisschen zeigt. Paulus möchte im Römerbrief uns ein bisschen zeigen, und hat ein Problem, das er uns beschreibt und zeigt uns die Tür zur Echtheit durch dieses Problem. Damit möchte ich euch jetzt mit hineinnehmen in einen Text im Römerbrief. Ihr könnt gerne die letzten paar Verse lesen. Die sind echt, echt ultimativ. Das ist eine ultimative Realität. Denn unser Keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Er redet über sich und seine christliche Community. Leben wir, so leben wir
dem Herrn oder für den Herrn, für Jesus Christus. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Klingt wie so ein ziemlich gut formulierter religiöser Text. Spannend ist, wie Paulus die Gedanken vorher ausmalt, dass er auf diese Gedanken kommt. Was führt ihn dazu? Was für ein Problem oder was für ein Anliegen hatte Paulus für diese Christen in Rom damals, das so zu formulieren? Das ist ultimativ. Das bedeutet, wenn du Christ bist, bedeutet das, dass du nicht mehr für dich lebst, ja? Dass du nicht für dich stirbst, nicht mal. Wenn du lebst, dann ist deine höchste und ultimativste Realität in deinem Leben, alles, was du tust, ist für diesen Herrn. Vielleicht kommst du sogar mit dem Wort Herr nicht so richtig klar, weil das eine Art, das ist nicht Herr Janssen, für mich als Lehrer, ja, werde ich auch jeden Tag genannt, das sind nicht solche Typen wie ich gemeint, sondern das ist die Herrschaft. Herr wird in der Bibel, vor allem in der älteren Übersetzung, immer als mit 4 Großbuchstaben übersetzt. Damit ist Gott der Herr genannt. Das ist der Eigenname Gottes. Jesus Christus selbst. Paulus sagt, du lebst, egal was du tust, für den Herrn, wenn du dich sein Kind nennst. Wenn du sagst, ich glaube, dann bedeutet es das, dass alles, was du tust, radikal auf den Herrn ausgerichtet ist. Und dieser ganze Text, den ich euch gleich vorlesen möchte, kannst du schon mit der Überschrift mal im Hinterkopf behalten. Es ist eine radikale Ausrichtung auf Jesus Christus als den Herrn. Ich werde euch das gleich ein bisschen genauer erklären. Römerbrief, Kapitel 14, ab Vers 1 lese ich. Den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Vielleicht denkst du schon, erster Fehler bei uns Christen. Der eine glaubt, er dürfe alles essen. Wer aber schwach ist, der isst kein Fleisch. Wer isst, der verachtet den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, der richtet den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Ich lese gleich noch ein bisschen weiter, aber ich muss ganz kurz was erklären an dem Punkt. Hier scheint ein Streit zwischen Veganern und Fleischessern aufzukommen in der Kirche. Nein, so ganz war es nicht. Würde heutzutage vielleicht so sein. Ja, es gibt wirklich, die Communities sind manchmal nicht nett zueinander. Ich werde auch keine Witze machen, es ist in keine Richtung. Okay? Da würde man zu sehr sehen, was in mir drin ist. Oder ist okay. Auf jeden Fall war das nicht das Problem, sondern das Problem hat wirklich eine religiöse Dimension gehabt. Das heißt, zu der Zeit gab es bestimmte Tempel der griechischen Gottheiten und das mischte sich dann in Rom auch teilweise und der römischen Gottheiten. Und in diesen Tempeln hat man wirklich Dinge geopfert. Das kennt man heutzutage kaum noch, aus von irgendwelchen Kulten. Ja? Das heißt, du hast wirklich dein Tier gebracht, das wurde getötet, das Blut floss über den Tempel, dann wurde das gegrillt. Ja? Und damit man das nicht wegschmeißen muss, je nachdem, was für eine Zeremonie das war, hat man das danach gegessen. Zur Ehre dieser Götter. Das gegrillte Fleisch. Ich denke, es hat gut geschmeckt, vielen Leuten. Ja? Und wenn die Leute in dieser Zeremonie, in dieser Kultur aufgewachsen sind, in dieser Religion, in diesem Kult, dann war das für sie ein Akt der Anbetung diesen Göttern gegenüber. Und dann gab es Leute in der Stadt Rom, ganz konkret, ich mache es kurz, die sind Christen geworden, haben gesagt, ich bete diese Götter nicht mehr an. Das sind Götzen in der Sprache der Bibel. Das sind tote Götter. Das ist vielleicht eine Statue, ein was weiß ich was, aber da ist kein lebendiger Gott hinter. Ich habe jetzt den lebendigen Gott kennengelernt. Ich habe von ihm gehört, wie er Mensch geworden ist, wie er Fleisch und Blut angenommen hat, wie er gelebt hat und geredet hat, was er den Leuten gesagt hat und mitgegeben hat und wie er schon vor seinem Tod gesagt hat, ich werde sterben und wieder auferstehen. Oh ja, okay, ist bestimmt ein religiös irgendwie behaftetes Bild gewesen. Du wirst dich liebevoll für andere hingeben oder so ein Zeug. Nein, und dann merkst du, er ist wirklich gestorben. Ich so, oh Mann, alles ist wirklich den Bach runtergelaufen, hast verloren und auf einmal lebt er wirklich nach 3 Tagen. Er lebt. Er kommt dir als lebendiger Mensch wieder entgegen, nicht nur als Geist. Du hältst seine Hand und kannst deine Hand hier reinhalten, du hast eine Wunde und er lebt wirklich. Okay? Das war die Situation damals. Und dann haben die gesagt, ich will mit diesem Opferfleisch nichts mehr zu tun haben, weil sie diesen lebendigen Gott kennengelernt haben. Und dann gab es Leute, die kamen dann in diese Kirche und haben gesagt, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Und andere sind auch Christen geworden und haben gesagt, hey,
Das ist einfach gegrilltes Fleisch, ist lecker. Weil das haben die verkauft, das war nämlich zu viel da, wenn du so ein ganzes Rind mitgebracht hast, weil du deinem Gott total ehren wolltest, ja, und deine ganze Leidenschaft zeigen wolltest, dann konntest du das nicht am gleichen Tag dort aufessen mit dem Priester. Also, was haben die Priester gemacht? Die haben das Fleisch verkauft auf dem Markt, um damit noch wieder Geld zu machen für den Tempel. Und du konntest auf den Markt gehen und dieses Fleisch kaufen. Und die Christen haben gesagt, das darfst du nicht, dieses Fleisch ist den Göttern geopfert, die tot sind. Und der andere sagt, was? Das ist einfach Fleisch, das gegrillt ist. Ich esse das jetzt. Und da gab es einen Streit. Das ist hier gemeint, okay? Also kein Fight zwischen Veganern und Beef-Zeitschriftlesern. Kennt ihr die? Nein, okay. Wer bist du, dass du einen fremden Knecht richtest? Er steht oder fällt seinem Herrn. Er wird aber stehen bleiben, denn der Herr kann ihn aufrechthalten. Der eine hält einen Tag für höher als den anderen. Jetzt geht es nicht mehr nur um, ja, was ich esse, sondern auch, welche Tage sind mir wichtig. Feiere ich diesen Feiertag, feiere ich diesen christlichen Feiertag, wie feiere ich den, wie zeige ich die nötige Würde für diesen Feiertag und so weiter und so fort. Da gibt es ja schon unter katholischen Christen und evangelischen Christen Unterschiede und so weiter. Was ist eigentlich was und wie macht man das und warum ist das wichtig? Der eine hält einen Tag für höher als den anderen, der andere behält alle Tage für gleich. Ein jeder sei in seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der tut's im Blick auf den Herrn. Wer isst, der isst im Blick auf den Herrn. Denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der isst im Blick auf den Herrn nicht und dankt Gott auch. Und dann kommen diese Verse, denn keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Denkst du, was macht Paulus hier? Paulus kreiert einen theologischen Mount Everest. Das ist, was wir hier in den Versen lesen. Ein theologischer Mount Everest aus einem kleinen Maulwurfshügel, einem ethischen, was ich essen soll oder nicht. Oder was ich trinken soll oder nicht. Oder welcher Tag wichtiger ist oder nicht. Paulus ist ein bisschen ein ganz schön weiter Sprung, eine große, lange, weite Brücke. Aber Paulus will damit etwas ganz Deutliches über das authentische Leben als Christ sagen. Er will damit sagen, wie auch immer ihr Christen, und manchmal kommt ihr vielleicht zu unterschiedlichen Ergebnissen, zu manchen bestimmten ethischen Fragestellungen oder kleinen Fragestellungen des Lebens, was auch immer, zu auch welchen Ergebnissen auch immer du kommst in deinem Inneren, suche nach, wie will Gott eigentlich, dass ich authentisch und echt lebe. Alles, was du tust, das ist Paulus' tiefste Aussage hier, alles, was du tust, tu es bitte, immer, radikal, mit Blick auf den Herrn. Und wenn du meinst, etwas in deinem Leben zu lassen und nicht zu tun, tu es immer, radikal, mit Blick auf den Herrn. Das ist das, was Paulus hier sagen soll. Wir sollen authentisch sein bis ins kleinste Detail unseres Lebens hinein. Gott möchte Harmonie schaffen zwischen dem, was in unserem Herzen ist, und zwischen dem, wozu er uns geschaffen hat. Und wozu hat er uns geschaffen? In Vers 9 lesen wir das. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Das ist nicht nur ein religiöse, irgendwie ein Vorbild gewesen, um uns ein Bild zu hinterlassen. Das haben sich nicht irgendwelche Kirchenväter einfallen lassen. Oh, wenn sich jemand opfert und das ist schon ein cooles Bild, wir sollen uns für andere hingeben. Nein. Es war nötig, das muss man sich in seinem Kopf, in seinem Herzen, in seinem ganzen Wesen auf zergehen lassen, diese Wahrheit. Es war nötig. Wir hatten es nötig als Menschheit, dass Gott seinen Sohn auf diese Erde schickt, dass sein Sohn auf diese Erde als Mensch eingequetscht, als lebendiger Gott, der mit einem Wort aus seinem Mund den Himmel und die Erde geschaffen hat, eingequetscht in einem sterblichen Leib, sein Leben wirklich unschuldig, ohne dass er was getan hätte, am Kreuz für dich und mich hingibt. Wenn das nötig wäre, dann nicht nur, um uns ein Vorbild zu sein, sondern weil da wirklich eine unzertrennbare Mauer oder Graben oder wie auch immer du das bildlich beschreiben möchtest, zwischen Gott und mir steht. Ich kann nicht von mir aus zu Gott kommen. Ich kann mir noch so oft vornehmen, irgendwelche authentischen Glaubenssätze in meinem Leben umzusetzen. Funktioniert nicht. Da ist ein Graben und dafür ist Jesus Christus auf diese Erde gekommen. Und deswegen bedeutet es, wir sind dafür geschaffen, nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde zu stehen. Denn das ist das, unter welcher Herrschaft ich stehe. Wir denken ja, wir sind frei, einfach so von uns Menschen. Du merkst aber ganz häufig, dass es Zwänge in deinem Leben gibt, die du irgendwann mal ablegen willst und du schaffst es nicht. Warum nicht? Weil du nicht frei bist. Du bist nicht frei. Es gibt Gedanken in deinem Leben, du möchtest sie gerne loswerden, aber du schaffst es nicht. Warum nicht? Du bist doch frei. Mach doch dein Ding, denk was anderes. Geht nicht. Keiner von uns ist frei. Einfach so. Die Bibel nennt das die Herrschaft der Sünde. Wir sind Gedankengebäuden, wir sind
Erzählungen in unserem Leben, wir sind Vorstellungen von Leben, wir sind Bildern, wie das Leben ist, in irgendeiner Weise verhaftet und gefangen und wir können uns nicht einfach nur mit einer logischen Entscheidung davon lösen. Es ist die Herrschaft der Sünde. Es ist etwas Zerstörerisches in unserem Leben, was uns selbst und andere zerstört. Das nennt die Bibel Sünde. Und Christus sagt, dafür bin ich gestorben, damit ihr nicht mehr unter dieser Herrschaft steht, sondern unter der Herrschaft, unter meiner Herrschaft, dem lebendigen Gott. Ihr seid Diener von Jesus Christus. Vielleicht ist es jetzt so eine Alarmglocke in deinem Ohr, ich weiß es nicht. Diener ist so ziemlich uncool, ich weiß es nicht. Aber das ist eine große Ehre. Wir sind geschaffen, uns vor dem lebendigen Sohn Gottes zu beugen und zu seiner Ehre zu leben. Bis wir das tun werden oder bis wir das nicht tun werden, werden wir nie endgültig authentisch sein. Denn das ist zutiefst die ultimative Realität in diesem Universum. Ich sage das mal mit so großen Worten. Was heißt es denn jetzt, dass Jesus mein Herr ist? Dann bin ich also zutiefst authentisch, wenn ich mit dem, wie Gott, der Lebendige, der Einzige, sich dieses Leben gedacht hat, in Übereinstimmung bin und er mein Herr ist. Was heißt das? Das heißt erstmal ganz radikal, lass mich den Gedanken zu Ende malen, bevor du abschaltest, wenn ich es direkt sage, dass du sein Besitz bist. Das klingt jetzt ziemlich uncool. Aber es heißt wirklich, wenn jemand dein Herr ist, dass du ihm gehörst. Das ist das Bild, was die Bibel malt. Wenn ich mich unter die Herrschaft von Jesus Christus stelle, dann sage ich, ich gehöre dir, Gott. Paulus benutzt es in einem anderen Brief an andere Christen in einer anderen Stadt, in einer griechischen Stadt in Korinth und besagt die Worte, ihr seid teuer erkauft. Ich habe mir das Recht erworben. Ich habe es teuer mir erworben. Ich habe es eben das Bild von dem lebendigen Gott, der Mensch wird und sein Leben für uns gibt, gemalt. Ihr seid teuer erkauft. Es hat mich unwahrscheinlich viel gekostet. Mein teuerstes, mein wertvollstes. Ich habe alles investiert, damit ich dich kriege. Weil ich dich so sehr haben wollte, weil ich dich so sehr geliebt habe. Das ist das Bild. Das heißt, dass Christus uns besitzen möchte. Es ist ein Privileg. In einem anderen Vers, auch an die Korinther Christen, sagt Paulus, wenn ich dein Herr bin, ja, Paulus benutzt es mit den folgenden Worten, dann sind alle Dinge, die mir als deinem Herrn gehören, gehören dann auch dir. Und weißt du was? Ich, dein Herr, ich bin nicht nur irgendein Mensch. Ich gehöre Gott, ich bin Gott selbst. Alle Dinge sind euer, denn ihr seid Christi und Christi ist Gottes. Übersetzt es Luther in diesem alten Deutsch. Stell dir vor, dir gehören die Dinge, du bist Erbe des lebendigen, allmächtigen Schöpfers von Himmel und Erde. Das bedeutet, dass er dein Herr ist. Und wenn du zu ihm gehörst, zu seinem Reich, zu seinem Besitz, dann bedeutet es, dass er sich um dich kümmert, dass er eine Verantwortung über dich nimmt und sich um alle deine Nöte kümmert. Jesus als seinen Herrn anzuerkennen bedeutet, dass ich Jesus als Herrn anerkenne und zu seiner Ehre lebe, weil er mich mit allem versorgt, was ich brauche. Und indem ich das wirklich im Glauben annehme, sage ich, ich suche nirgendwo anders, ich suche nur bei dir die endgültige Erfüllung für mein Leben. Du bist die endgültige Erfüllung und ich gebe dir für alles Dank. Und alles, was ich tue, und das hat dieser Abschnitt, habe ich versucht, euch vorhin deutlich zu machen, tue ich in Bezug auf Jesus Christus, um ihm zu gefallen. Und wir gefallen ihm, wenn wir alles, was wir tun, tun, um ihn zu ehren. Okay? Ich gefalle meiner Frau, wenn ich alles, was ich tue, tue, damit ich ihr meine Liebe zeige. Das bedeutet, Gott zu ehren. Eigentlich alles, was ich tue, in Bezug auf ihn zu tun. Ob ich esse ein bestimmtes Fleisch oder es nicht esse. Als kleines, billiges Maulwurfshügel-Beispiel. Ob ich etwas Bestimmtes trinke, ob ich einen Tag feiere oder nicht. Ich tue alles, weil ich denke, das, was ich jetzt tue, so wie ich es jetzt tue, ist das, was den lebendigen Gott, meinen Herrn, am meisten ehrt. Das bedeutet, ihn seinen Herrn zu nennen. Das bedeutet, er besitzt uns, er versorgt uns und er verdient unsere Ehre in allem. Wir sind nicht dafür geschaffen, freie, selbstgenügsame Menschen zu sein, die einfach nur tun, was richtig ist in unseren eigenen Augen, sondern wir sind geschaffen für Gott. Von ihm abhängig zu sein, sich auf ihn zu verlassen, von ihm versorgt zu werden und zu tun, was er sagt. Im Endeffekt Folgendes zu sagen. Du, mein Gott, bist mein größter Schatz. Ich habe euch meine Schatztruhe mitgebracht. Falls ihr nicht wusstet, warum ich das hier hingestellt habe.
Marks Schatztruhe, mein Bruder hat es mal für meinen Sohn gebastelt und das, jedes Kind braucht sowas, falls du Kinder hast, ja, weil sonst kommen all die wunderschönen, großartigen Schätze, das kleine Stöckchen aus deinem Garten, der kleine komische Stein, du weißt nicht, wo die sich alle sammeln, die stehen immer liegen vor der Tür und dann habe ich so mein Bruder so einen Schatztruhe gesammelt, damit er alle diese alten Sachen da reintun kann und wenn irgendwas du in den Müll geschmissen hast, weil es kaputt war, ja, dann für dein Kind war das ein unendlicher Wert und der holt das wieder und ist beleidigt und tut es in seinen Schatztruhe und da darf ich nicht dran. Und alle möglichen Sachen, die er im Laufe seines Lebens irgendwann mal sammeln wollte. Großartige Schätze. Ja? Es ist einfach nur ein Bild für etwas, was einem ganz, ganz viel wert ist. Was ist in deiner Schatztruhe in deinem Leben? Wenn Jesus Christus dein Herr ist, dann bedeutet es, dass du bereit bist, alles in deinem Leben, das ist das Bild, was die Bibel malt. Jesus selbst, als er über die Erde ging und gefragt wurde, er hat so viele Beispiele erzählt und gesagt, das ist wie wenn jemand das Wertvollste gefunden hat, was er jemals gedacht hat, eine Perle oder einen Schatz in einem Acker verborgen und der war vergraben und er gräbt aus Versehen in diesem Acker, der gehörte gar nicht ihm. Das ist ein Riesenschatz. Er verkauft alles, was er hat, um das eine zu kriegen, weil es so wertvoll ist. Das bedeutet, wenn ich Jesus meinen Herrn nenne, wenn ich authentisch, wirklich authentisch glaube, dann bedeutet es, dass Jesus der größte Schatz meines Lebens ist in allen Bereichen. Er ist mein größter Schatz. Er ist das Wertvollste, was es für mich persönlich auf diesem Planeten gibt. Es bedeutet sich, wie gesagt, wie ich am Anfang angefangen habe, also nicht nur einfach irgendetwas für wahr zu halten. Das macht der Teufel auch. Der kennt Jesus persönlich. Aber er ist nicht sein Kind. Authentisch zu glauben heißt nicht nur etwas für wahr halten. Authentisch zu glauben heißt sich an Jesus Christus als seinen größten Schatz zu hängen. Und das bedeutet, mit seiner ganzen Vergangenheit, mit seiner ganzen Gegenwart und mit allem, was man für die Zukunft hofft, sich an Jesus Christus zu hängen und ihn seinen größten Schatz zu nennen und darauf zu vertrauen, dass er all das, was du in deinem Leben bis jetzt verbrochen hast, vielleicht die Dinge, die jetzt während der Predigt aufgekommen sind, wo du nicht authentisch warst und gemerkt hast, es war nicht nur einfach irgendwie nicht authentisch, sondern es war richtig kacke, es war richtig falsch, es war richtig böse. All diese Dinge hat er am Kreuz bezahlt, weil diese Graben zwischen Gott und dir war so riesig, den konntest du mit den besten Handeln, mit den besten Taten nicht überbrücken. Aber Jesus Christus hat dafür bezahlt. Und das bedeutet, ihn als seinen Herrn zu nennen, sich an ihm festzukrallen, bedeutet, ich vertraue darauf, dass er die Schuld ans Kreuz getragen hat und nie mehr wieder gegen mich verwenden wird, weil das hat er versprochen. Dieses nennt man Gnade. Dass er mir etwas gibt, was ich nicht verdient habe. Warum ist er am Kreuz für mich gestorben? Weil ich so cool aussehe? Weil ich so tolle Sachen gemacht habe? Nein, kein Mensch hat es verdient auf diesem Planeten. Niemand. Nicht die heiligsten Heiligen, die du dir in deinem Kopf jetzt zu Gemüte ziehen kannst, hat es verdient, diesem Gott zu begegnen, der heilig und ewig ist. Aber dieser Gott wollte uns begegnen und ist Mensch geworden. Und das bedeutet Gnade. Das heißt, sich an Christus zu hängen, ihm vertrauen, dass deine ganze Vergangenheit bezahlt ist. Dass du deine Gegenwart ihm anvertraust, dass er der Herr ist über deine täglichen Schritte. Das nennt man dann nicht mehr Gnade, sondern das nennt man Gehorsam. Aber das bedeutet auch, sich an ihn zu klammern. Ich gehe gehorsam mit ihm und frage ihn in allen meinen Schritten, was ist wirklich, was du von mir möchtest? Jetzt. Nicht nur, wow, cool, ich bin free von meiner Vergangenheit. Das war ein echt blödes, schweres Päckchen. Irgendwie fühle ich mich jetzt besser, sondern tagtäglich frage ich Gott, wenn du wirklich, wenn ich sage, ich glaube an dich, dann bedeutet authentischer Glaube, ich bespreche jeden Schritt mit ihm. Ich meine jetzt nicht, dass du morgen beten musst, welche Schuhe du anziehst. Wirklich nicht. Das ist nicht das, was ich sagen will. Aber dass du schon besprichst, wo gehst du mit deinen Schuhen hin? Wem begegnest du? Wen trittst du vielleicht in den Hintern damit? Hoffentlich nicht. Das sind die Dinge, die sind unglaublich wichtig. Und das ist etwas, was jeden Tag dein Gehorsam entscheidet. Und als letztes, du vertraust daran, Jesus Christus als deinen Schatz zu haben, bedeutet, es gibt nichts Wertvolleres auf diesem Planeten. Niemals. Selbst wenn du, und das ist das Krasse hier in diesem Text, selbst wenn du, das klingt vielleicht für dich so, das kennen wir nicht so in unserem Leben. Hast du schon mal jemanden, kennst du jemanden, Entschuldigung, manchmal mache ich das so direkt, der wirklich nicht nur gesagt hat, lebe ich, dann lebe ich für den Herrn. Also alles, was ich jeden Tag tue, mache ich nur für Gott. Okay, nicht für mich, nur für Gott. Und wenn ich sterben muss, okay, dann sterbe ich für Gott. Kennst du jemanden, der für Gott gestorben ist? Persönlich. Musst nicht die Hand heben. Ich kannte ein Mädel, nicht weit von hier, war ich in der Bibelschule, auf dem Bibelseminar, habe meine theologische Ausbildung gemacht und habe am Ende der theologischen Ausbildung bei so einer Jüngerschaftsschule geholfen. Da kam ein Mädel, oh, die hatte Ausstrahlung. Die hat wirklich gesagt, Jesus Christus ist mein Leben. Wenn ich lebe, egal was ich tue, das mache ich für Jesus.
Ich so, okay, das können viele junge Christen, so enthusiastisch auch unter noch einer Community unter nur Christen, dann kommt das besonders cool, wenn du sehr, sehr fromm bist. Und dann hat die das so gesagt und ich so, okay, cool. Aber die hatte wirklich diese Ausstrahlung. Und ich fand sie schon beeindruckend. Die war 18 Jahre oder 17, ich weiß nicht, wie alt sie in dem Moment war, oder 19, whatever. Und dann, ein paar Jahre später, ich kriege das aus den Nachrichten mit. Ich habe die Nachrichten bei ARD, ZDF persönlich gesehen und bin erschrocken und habe mich informiert, wer ist das? Weil ich einmal das Foto von diesem Mädel im Jemen gesehen habe, entführt von irgendwelchen radikalen Leuten dort. Alle beten, alle Christen, du hast auf einmal ganz, ganz viele, es gab noch kein WhatsApp, ja, so lange ist es her, und dann alle beten dafür und dann kriegst du mit, dass sie hingerichtet wurde, weil sie Christ war. Weil sie versucht hat, diese Leidenschaft, dass Jesus Christus der Herr ist und dass er alle liebt, auch zu diesen Menschen zu tragen, die das nie hören werden. Von sich selbst, von ihren Eltern oder von irgendwie, weil es verboten ist, darüber zu reden. Voll krass. Und dann hörst du von ihr, die wirklich ihr Leben gegeben hat. Ihr Papa, für den sie ihr Leben lang gebetet hat, der niemals mit diesem Glauben was zu tun haben wollte. Vielleicht aus den Gründen, die ich heute hier schon erwähnt habe, weil er solches und solches Bild von diesen falschen Christen hatte. Hat, als er seine Tochter zum Grab tragen musste, gesagt, wenn die bereit war, das nicht nur zu reden, nicht nur sich toll sonntags in der Kirche zu treffen und zu überlegen, was könnte das für mein Leben bedeuten? Oh ja, ich sollte vielleicht ein bisschen netter sein zu anderen. Sondern die gesagt hat, ich gehe bis an die Grenze, dass wenn Leute mich mit dem Leben bedrohen, mit dem Tod bedrohen, ich werde diesen Glauben nicht verleugnen. Und Jesus ist mein Schatz. In der Bibel haben wir dieses tolle Bild von Mose. Der Prinz von Ägypten, vielleicht kennst du den nur so, Prince of Egypt, vielleicht so Disney, ganz cool, und dann hast du Prince of Egypt geguckt, das war Mose aus der Bibel, und der war wirklich von vielleicht dem fortschrittlichsten, reichsten Land, Kultur, die es damals gab, einer der höchsten, die höchste Position mit. Er galt als Tochter oder Sohn der Tochter des Pharao, so heißt es da, okay? Ziemlich coole Position, er hatte alles, ich weiß nicht, wie viele Sprachen er kannte, ich weiß nicht, was für ein Essen er überall von woher haben konnte, der war, also dem ging es Bombe. Und in der Bibel steht Folgendes, und er war bereit, diesen Schatz, den er in Gott gefunden hat, für höher zu achten als all die Schätze Ägyptens. Und damit war der nicht ein blöder kleiner Viehhirte, das denkt man so manchmal. Ja? Der ist aufgewachsen in der fortschrittlichsten Kultur. Stell dir, Eton studiert oder whatever, hier Oxford, was du dir vorstellen kannst. Ja? Er war der höchststudierte Mensch, wahrscheinlich gehörte zu den höchststudierten Menschen des Planeten zu der Zeit. Und die Ägypter waren klüger, als wir heute denken. Ja, wir wissen immer noch nicht, wie die ihre Leichname balsamiert haben. Also, war ziemlich cool, der Typ. Der wusste ziemlich viel. Geht in die Wüste und ist dann bereit zu sagen, ich gebe das Ganze auf. Nicht, weil er ein paar Kilometer hinter der Wüste gedacht hat, hier ist noch ein heftigerer Palast. Hier ist noch ein angenehmeres Leben für mich. Es lohnt sich, mit Gott zu leben. Sondern er wusste, er verliert das Ganze, was echt angenehm war, was echt cool war, was echt großartig war. Weil er sagte, der Schatz, den ich in Jesus Christus habe, und damit meinte er auch nach seinem Leben, ist so unglaublich viel größer. Der Schatz, den ich in Gott habe, als alles, was mir diese Erde jemals bieten kann. Ich wünsche mir so sehr, dass das Markenzeichen von uns Christen ist. Dass wir authentischer Glaube als etwas wahrnehmen, als ein komplettes, kompromissloses Klammern an Jesus Christus. Mit unserer ganzen Vergangenheit, mit all den Schritten, die wir im Moment tun und mit der kompletten Hoffnung, die wir für die Zukunft haben. Das heißt authentischer Glaube. Und aus dieser tiefen Einstellung unsere Entscheidungen, unser Leben mit Christus gestalten. Ich hoffe, dass wir so echt leben, dass Menschen uns anschauen und keine Lücke mehr zwischen unseren Worten und unserem Handeln wahrnehmen. Dass wir uns überall unseren Glauben so authentisch bezeugen und nicht auf unsere Kirche, dass wir hier so mutig reden können, dass ich hier vorne kann ich super leicht reden, das ist mein Job hier, ja? Sondern dass ich, egal wo ich bin, auch wenn Leute mich in Frage stellen, wenn Leute mit dem Finger auf mich zeigen, wenn Leute sagen, hey, wie kann das sein, dass das und das in deinem Leben und jetzt, du hast so viel erzählt, dass ich überall meinen Glauben bezeuge, nicht nur vor anderen Christen, dass ich einladend bin, dass es keine Gruppe von Menschen gibt, die ich in irgendeiner Weise denke, oh, da bin ich besser und cooler, sondern dass ich mein Leben ausrichte nach außen hin. Man kann so, ihr seid so coole Leute, ohne Witz, hier sind so viele tolle Menschen in dieser Kirche und ich könnte mein ganzes Leben damit verbringen, unglaublich glücklich zu sein, mich nur mit euch zu treffen. Weil ihr, das sage ich jetzt, nimmt mir das nicht ab, warum lächelt ihr? Ich meine das ernst.
Es gibt so viele coole Leute. Ich liebe die Leute dieser Kirche und ich liebe diese Kirche. Und ich würde darüber unglaublich glücklich werden. Ich würde so spannende Abende und was weiß ich was alles haben. Coole Urlaube und alles Mögliche. Aber dann habe ich es ein bisschen verschnallt oder vercheckt, wofür ich eigentlich auf diesem Planeten da bin. Dass ich diesen Glauben hinaustrage in diese Welt und diesen Schatz allen zeige. Das ist nicht nur für mich. Ich lade andere dazu ein. Echt sein ist mehr als regelmäßig in die Kirche zu gehen. Echt sein ist mehr als gut über Gott zu denken. Sogar mehr als Jesus als den Herrn zu akzeptieren. Es ist mehr als getauft zu werden. Mehr als Abendmahl zu nehmen und das Bekenntnis auswendig zitieren zu können und mehr als irgendwo ein Kirchenmitglied zu sein. Authentisch zu glauben bedeutet, dass du eine neue Kreatur bist, deren größter Schatz Jesus Christus ist. Und nichts in dieser Welt, nichts, wird dich jemals dazu bringen, diesen Schatz zu verkaufen für was anderes. Es ist so, als ob du neu geboren bist, ein neues Herz hast, eine neue Freude, ein neuer Mensch mit einem neuen Leben. Ich möchte beten, dass wir diesen authentischen Glauben predigen, leben, raustragen in diese Welt, uns hinterfragen lassen, uns auch mal den Finger in die Wunde legen lassen, wenn wir faken. Ich will, dass niemand, der mit uns in Berührung kommt als Kirche, denkt, das ist nur Gelaber. Sondern dass sie erleben, wir sind echt. Nicht wegen unserer Glaubenssätze, sondern wegen unserem Klammern an Jesus Christus. Wegen unserer Ehrlichkeit über unsere Sünden und unsere Fehler. Wegen unserem ehrlichen Nachfragen jeden Tag, dass er uns leitet. Wegen unserer Perspektive für die Zukunft, die unsere Entscheidungen in der Gegenwart total beeinflussen. Dafür möchte ich für dich beten. Und für mich. Herr Jesus Christus, ich lobe und preise dich dafür, dass du mein Herr bist. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mich gerettet hast, wo ich noch nichts von dir wissen wollte. Du starbst am Kreuz, da gab es mich noch lange nicht. Aber ich darf in deinem Wort lesen, dass du es auch für mich gemacht hast. Und du verzeihst mir immer wieder den Dreck in meinem Herzen, die miesen Gedanken, die Selbstverliebtheit. Gott, ich danke dir so sehr, dass du mich nicht durch die Brille anguckst, wie dreckig mein Herz ist, sondern dass ich im Glauben an deinen Sohn Jesus Christus von dir jetzt durch sein Sterben am Kreuz angeguckt werde. Die Schuld ist bezahlt. Ich darf zu dir kommen, Gott, was für eine Ehre. Hilf mir Tag für Tag, meine Entscheidungen zu treffen in der echten Abhängigkeit von dir. Dass ich nichts tue und nichts nicht tue, einfach nur so aus Bock heraus, sondern wegen dir. Gott, hilf mir, meine Zukunft, die Perspektive, wie auch immer meine Lebenssituation heutzutage ist, in dem tiefen Vertrauen gehe, dass du der größte Schatz bist. Und dass egal was kommt, niemals und nichts es wert ist, mit dir zu konkurrieren. Ich will mich an dir festklammern. Wir als Christen wollen uns an dir festklammern. Wir wollen unseren Glauben in diese Welt hinaustragen und jedem erzählen, dass es sich so unglaublich lohnt, dich als Herrn in sein Leben zu lassen und tagtäglich mit dieser Perspektive zu leben. Und wir wollen ein Licht sein in dieser Stadt, in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen. Wir wollen anderen Menschen dieses Licht bringen und dieses Licht leben. Gott sei uns gnädig dafür und hilf uns dabei. Amen.